heute haben wir in diesem wunderschönen Weinkeller die Vorstellung und Gründung unseres Porsche Owners Clubs. Weil sie eine großartige Künstlerin ist, die uns schon einmal bei der Eröffnungsfeier gespielt hat und wir große Fans von ihr sind. Und ich denke, die Musik spricht für sich. Ich habe noch ein bisschen was vom Rahmenprogramm gehört, ein bisschen hineingesneakt, muss man so sagen, und das war schon sehr, sehr vielversprechend. Ich freue mich schon sehr auf die Darbietung. Ja, dass die Leute sogar sich draußen auf der Straße gesammelt haben, zeigt die große Wirkung und die Beliebtheit der irischen Musik. Ich glaube, die irische Musik freut alle Menschen auf der ganzen Welt in der gleichen Weise. Sie bringt die Menschen zum Tanzen und zum Singen. Durch die irische Musik kommen die Menschen einander näher. Naja, einen Club oder einen Verein macht man, weil es eben Personen gibt, die sich gerne vereinigen und die gerne zusammen etwas unternehmen. Das ist ein Club- und Vereinsgedanke und ich glaube, das stand auch hier dahinter. Heute ist das Thema Porsche zum Beispiel und ich habe Motorsounds und die Klänge eines Porsches Motors in die Stücke eingebaut. Das hat so einen Zusammenhang, da kommen gewisse Dinge vor, Motorengeräusche, wie auch immer, und das passt wahnsinnig gut zusammen. Mein Wunsch ist es natürlich, dass sich das Publikum so angesprochen fühlt und mitlebt.